Beziehungsweise moin, moin, moin ist ja schon Gesabbel, ne? Ja, ihr habt mich heute erstmal eiskalt erwischt am Location-Diebstahl. Und zwar habe ich vor einigen Tagen hier diese Location in einer Facebook-Gruppe gefunden. Und da habe ich doch auch irgendwie sofort erkannt, da es halt eine lokale Gruppe ist, das muss hier auch irgendwo bei mir an der Ostsee sein. Und nach wenigen Minuten rumgeklicke, war die Location dann ja auch schon gefunden. Und ich finde die halt sehr interessant, weil diese Bögen hier so schön zu diesem kleinen Häuschen von dieser Strandkorbvermietung führen. Ja. Und da ich gerade momentan auf der Arbeit so, wir haben ein bisschen Kurzarbeit, da wurde ich spontan ins Wochenende geschickt. Also ich habe heute ist Donnerstag. Ja, jawohl. Das nutze ich doch mal aus. Jetzt haben wir noch 45 Minuten bis zum Sonnenaufgang. Dämmerung ist ja schon voll im Gange. Ja, Horizont ist voll mit Schiffen. Mal gucken, was wir doch zaubern, ne? Dann gucke ich erstmal so ein bisschen, was sagt mir so zu. Und ich muss mal gucken, dass ich diese Mülltonne hier, die hier so seitlich am Rand steht, nicht gerade mitten im Bild habe. Aber so, ich weiß auch noch nicht, ob ich die Fahnen mit im Bild haben möchte. Die stören so ein bisschen. Also so sieht das Ganze jetzt mit Fahnen aus. Könnte man auch machen, wenn man das so ungefähr mal macht. Das Problem ist halt, die Sonne, die geht eher da so auf. Und wenn ich das Ganze quer mache und sagen wir mal so mich positioniere, gefällt mir das Ganze da auch nicht schlecht. Ich denke mal, ich werde mal mein Stativ hier mal so aufbauen und dann gucken wir mal. Ja, was haltet ihr eigentlich von Location-Diebstahl? Gerechtfertigt oder nicht? Es ist ganz klar, dass eigentlich früher oder später findet man sowieso nichts Eigenes mehr. Und man muss auch ganz klar zugeben, man kann nicht immer alles selber finden. Man muss auch mal anderen Leuten das überlassen. Und dafür gibt es ja zum Beispiel auch Seiten, so wie Location Scout, die einen halt die Seiten eben auch vorschlagen. So, ich denke mal, ich werde das ungefähr so machen, dass ich ohne die Fahnen auskomme. Und vielleicht muss ich doch mal ein Stück weiter nach vorne. Und dann habe ich halt diese schönen Holzbohlen hier, die kommen so richtig schön aus der linken Ecke. Das sieht wunderprächtig aus. Also ne, die Bohlen kommen hier so aus der Ecke, führen dann zu dem Haus und von dem Haus dann im Bogen weiter auf die Ostsee. Jo, das sieht doch gut aus. Jetzt gucke ich erstmal, was für Filter ich so überhaupt gebrauchen könnte. Ich habe mal einen 09 Soft und dieser, wenn ich den reinschiebe, der holt mir schon mal den Vordergrund ein bisschen raus. Und das sieht schon mal gar nicht mal schlecht aus. Den Fokus setze ich mal hier vorne so ein bisschen auf die Hütte. Und
Muss erstmal in den M-Modus. Machen wir Blende 10. Jetzt sehe ich allerdings, wir könnten am Himmel noch ein bisschen was vertragen. So, ich habe jetzt noch zusätzlich einen 09 Reverse eingesetzt und den schiebe ich mir jetzt mal so vorsichtig auf den Horizont. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Allerdings haben wir jetzt hier ein kleines Problem. Das Wasser ist heller als der Himmel. Mal gucken, was wir da so machen. Es geht auch noch die Kamera aus. So, ich ziehe mal den Softfilter wieder hoch. Und das sieht nicht schlecht aus. So, dann mache ich mal 2 Sekunden Timer. Jo, dann machen wir mal 10 Sekunden Blende 10 und jo. 09 Soft und ein 09 Reverse haben wir hier im Einsatz. Das sieht doch fein aus. Mich wundert nur, habe ich irgendwie den Weißabgleich verlagert? Nö, ist Automatic White Balance. Ja, da ich hier irgendwie so ein bisschen Probleme mit dem Weißabgleich habe, weiß ich auch nicht warum, habe ich hier mal eine Graukarte. Das ist hier so dieses ganz bekannte Color Checker Passport, wo ihr auch eure Kamera mit kalibrieren könnt. Und diese Graukarte halte ich jetzt einfach mal so mit ins Bild. So. Aber so ein bisschen nicht direkt so, sonst habe ich nur das Licht von hinten drauf, sondern ich mache es mal eher so ein bisschen schräger. Und jetzt muss ich jetzt meine Kamera wieder aufwecken, so. Und mache einfach mal kurz eine Belichtung. Das muss nicht scharf sein, das, wenn ich ein bisschen verwackel, das ist gar nicht so schlimm. Und solange ein Bereich davon auf dem Bild zu sehen ist, reicht das vollkommen aus. Und dann nehme ich das Ganze in Lightroom und pick da einfach mal mit der Pipette rauf und dann ist der Weißabgleich hoffentlich optimal eingestellt. Schade eigentlich, dass es irgendwie wieder total wolkenlos ist. Als ich losgefahren bin, zu Hause war komplett dicht, habe aber auf dem Wetterradar geguckt. Ja, hier Ostsee, also gerade Lübecker Bucht, klart das so ein bisschen auf. Niedrige Wolken waren aber trotzdem recht viele, aber irgendwie seht ihr, irgendwie keine einzige mehr da. Schade. So, ich habe jetzt mal auf den Nisi Switchhalter gewechselt. Mal ganz einfach, ich möchte den Reverse-Filter auf dem Horizont natürlich lassen. Allerdings kommt die Sonne sehr stark von einer Seite und deswegen möchte ich den Soft-Filter ein bisschen zur Seite drehen und hoffen, dass das was bringt. Und zwar habe ich jetzt den Reverse-Filter, den habe ich jetzt mir schön auf den Horizont geschoben und den Soft-Filter, den drehe ich ein bisschen zur Seite und schiebe ihn mal ein bisschen weiter rein. Und so sieht das Ganze doch deutlich ausgewogener aus. Ja, das denke ich mal, da können wir heute mal was mit anfangen. Guck mal, das ist jetzt das recht gut ausgewogen belichtete Bild mit dem Nisi Switch-Halter, wo der Filter hier schräg gestellt ist. Und wenn wir uns das Histogramm mal angucken, alles wunderbar. Und jetzt
Das ist noch das mit dem normalen Filterhalter. Sieht ganz anders aus, ne? Himmel hier recht dunkel, da total hell. Gefällt mir nicht ganz so gut. Ne? Seht ihr? Das sind deutliche Unterschiede. Und deswegen finde ich diesen Neesy Switch-Halter wirklich auch mittlerweile richtig wichtig. Reimt sich. Sobald die Sonne noch mal so ein bisschen über den Horizont guckt und dann werde ich noch mal gezielt so eine Hochkantaufnahme von dem Haus machen, ohne dass die Sonne im Bild ist. Und dann leuchtet die Hütte so ein bisschen. Und das guckt nicht so. Ach, darum hasse ich es, in der Öffentlichkeit zu filmen. Ich habe hier eben einen abgesabbelt und dann lief da ein Typ vorbei. Und das ist der Typ, der da unten jetzt da auf dem Strand ist. Und glotzte dann immer so komisch hierher. Ja, und naja, ist eine Volkskrankheit, ne? Also ich kann nicht in der Öffentlichkeit so rumfilmen und so, wenn Leute zugucken. Ne? Das haben so einige. Oliver Utesch von Duke Box kann das auch nicht. Hat auch immer Schiss davor. Oder wenn hier Thomas Heaton hat dasselbe Problem. Naja. Ein Grund für mich, mehr in der abgeschiedenen Natur unterwegs zu sein. Die Bretter kommen genau aus der Ecke hier unten. Aber diesmal muss ich dann hier unten wohl wieder einmal ein Fokus-Stacking machen. Ich bin nämlich jetzt deutlich niedriger und der Vordergrund ist ja jetzt mittlerweile viel dichter an der Kamera. Und deswegen vorsichtshalber nochmal den Fokus hier vorne direkt so nah wie möglich an die Kamera gelegt. Und dann mache ich wieder in Photoshop ein Fokus-Stacking. Ein bisschen aufpassen auf den Raureif, ne? Das sieht jetzt richtig gut aus eigentlich. Also ich habe jetzt hier wieder die Linie, die genau aus der Bildecke kommt. Da ich gerade im Filmmodus bin und das filmt, die Kamera filmt natürlich in 3:2. Deswegen ist hier jetzt gerade an der Seite so ein bisschen was angeschnitten. Das Bild ist normalerweise breiter und die Treppe ist noch auf dem Bild komplett mit drauf eigentlich. Ja. Ich will mal sagen, nochmal einmal den Fokus da hinten auf das Häuschen. Sehr schön. Und einmal den Fokus hier vorne. Auch sehr schön.
Ja, das war doch mal wieder ein wunderbarer Morgen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ja, gut. Denke mal, das war's für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, euer Dennis.